Hallo, herzlich willkommen von der Schnitzandra jetzt ganz am Anfang. Und zwar wollte ich euch erstmal sagen, dass ich nicht weiß, wieso irgendwie der Anfang weg ist. Ich bin mir sicher, damit ich den Anfang gedreht habe. Ich habe aber auch Szenen gerade gelöscht und die nicht vorher angeguckt, weil ich dachte einfach, dass das Szenen vom letzten Wochenvlog sind. Aber anscheinend war doch meine Anfangsszene dabei, wo ich euch einfach begrüße. Ja, deswegen wollte ich euch jetzt einfach sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Und ja, deswegen wollte ich euch das jetzt einfach sagen. Und ich habe, bevor diese Szene jetzt, also die nächste Szene kommt, habe ich meinen Wochenvlog geschnitten. Nur damit ihr das versteht, weil jetzt kommt dann die Szene, wo ich euch sage, damit der Wochenvlog geschnitten ist und so. Und ja, jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit der Szene vom Dienstag. Mein Wochenvlog von letzter Woche, wo diese Woche online gegangen ist, ist jetzt auf jeden Fall auch geschnitten. Also der kommt morgen online. Heute ist Dienstag. Und ja, ich werde so ein bisschen chillen, bis mein Kumpel kommt. Und dann sehen wir uns später einfach wieder, würde ich sagen. Ich tue gerade wirklich auf meiner eigenen Dummheit? Was habe ich mir bitte bei dieser Szene vorher gedacht? Damit ich Wasserflecken auf meiner Brille habe und ich merke das einfach nicht. Wie dumm bin ich bitte? Ich weiß nicht, ob ihr diesen guten Herrn hier kennt, der gerade Maxis Druck plündert. Aber ist der Felix nicht mein hübscher Kater? Das ist der andere Kater. Der nicht, dass er denkt, dass der Gizmo zu so schnell gewachsen ist. Das ist einfach der Felix. Mann, der ist so wunderschön. Du bist schön. Der denkt sich auch so, okay, alles klar. Ist ja auch nicht so, damit er sein eigenes Fressen hat. Nö. Da muss jetzt Maxi sein Fressen fressen. Ja, habe ich ihn mal wieder erwischt. Oh, mein Baby ist so schön. Ich bin noch so ein bisschen rau an den United States of America. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt, überfordert, dass ich tatsächlich nach Amerika fliege. Hätte ich nicht gedacht, dass es in naher Zukunft so sein wird. Es war auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt. Gut, dass ich das jetzt erledigt habe. So, 2 Tage vorher. Ich weiß jetzt leider noch nicht, wie ihr das finden werdet, damit ich jetzt wieder mehr Handy finde, aber ich bin jetzt einfach zuvor bei der Kamera zu. Ich habe auf jeden Fall beide Videos, also das da und das da oben, fertig gemacht. Die gehen auf jeden Fall Mittwoch und Samstag online. Und ja, ich verlinke es auf jeden Fall in der Infobox oben. Es kann nur ein was bedeuten, wenn die Sandra allgemein um 9 Uhr schon fertig gemacht im Bett liegt und jetzt auf jeden Fall auch schlafen geht und keine YouTube-Videos mehr schaut. Denn es gibt 2 Punkte, die sein können. Entweder ich bin so extrem müde, damit ich einfach nur schlafen möchte. Oder, also und es geht mir schlecht, dann, das hängt da so ein bisschen zusammen. Oder ich muss am nächsten Tag nach Tübingen und wir müssen wieder um 4 Uhr oder so muss ich aufstehen. Ich sehe jetzt schon meine Augenringe morgen früh bis unten sein. Ja, deswegen bin ich auch schon fertig gemacht um 9 Uhr und werde jetzt auch einfach das Licht ausmachen. Und werde auch schlafen gehen. Ich tue seit Monaten, ja Monaten, wieder mal alleine, nee, zwischenzeitlich hat Maxi glaube ich schon mit meiner Mama geschlafen, aber schon seit ewig lang wieder mal alleine in mein Bett schlafen. Maxi geht es irgendwie nicht so gut und er hat so ein bisschen mit Füßen und ich weiß irgendwie nicht, was er genau hat. Auf jeden Fall quietscht er, wenn man ihn einfach nur anfasst. Und aufs Sofa hüpft er auch nicht mehr, aufs Bett nicht. Und ja, jetzt habe ich mich mit meiner Mom so geeinigt, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, was ich machen soll. Normalerweise, als er das schon mal hatte, konnte ich ihn wenigstens noch hochheben. Und jetzt geht es auch schon gar nicht mehr. Also ich weiß nicht genau, was mit ihm los ist. Ich wäre auch, wenn es morgen nicht besser ist. Und dann am morgens Mittwoch
Donnerstag. Am Donnerstag, wenn es auch noch nicht besser ist, dann werde ich auf jeden Fall mit ihm zur Tierärztin fahren und das mal abchecken lassen, weil es echt so ein bisschen komisch ist. Und ja, auf jeden Fall, er hätte halt extrem gequietscht, wenn ich ihn jetzt noch mit runtergeschleppt hätte und da runtergetragen hätte oder so. Deswegen haben wir uns so geeinigt, dass Maxi heute jetzt wahrscheinlich oben schläft, außer er kommt jetzt später noch runter. Und ja, aber dann von sich aus und nicht, dass ich gesagt habe, hopp, Maxi kommen und hätte mit Leckerlis und was weiß ich runter. Ja, ich wollte ihn jetzt auch nicht quälen und deswegen habe ich ihn einfach oben gelassen. Ich werde jetzt auf jeden Fall schlafen und dann, ja, muss ich morgen nach Tübingen. Ich habe überhaupt gar keinen Bock. Ich wünsche auf jeden Fall eine gute Nacht und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder und morgen werde ich wahrscheinlich auch mit der Handykamera filmen, weil es einfach in Tübingen leichter ist und ich da nicht so auffall, als wenn ich jetzt mit der Kamera rumrenne. Ja, denn ich will jetzt auch mal versuchen, in Tübingen was zu bloggen. Und ja, wenn es nur der Boden ist. Ihr wisst Bescheid. Bis morgen. Was ist los, Dinky? Hm? Oh. Maxi, chill da hinten. Geht gerade viel zu langsam. Der chillt da hinten. Denn der kleine Mann hat Schmerzen, ne? Geh's mal. Der Maxi hat Schmerzen. Und deswegen springt er auch nicht aufs Sofa drauf und kläfft es da hinten in seinem Körbchen. Ja. Oh, ich hab so Hunger. Hello, ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal, wo ich gemeldet habe. Aber heute ist Freitag. Und ja, ich sitze hier und habe ganz, ganz viele Sachen, ne? Und wollte meinen Planer jetzt noch so ein bisschen gestalten. Da habe ich gestern schon angefangen und wollte das jetzt fertig machen. Ich wollte auch noch so ein bisschen für meine Videotage, also meine Videos wollte ich noch so ein bisschen planen. Und ja, einfach so ein bisschen ausmalen, reinkrötzeln und so. Und ich habe auch wieder meine Stempelkissen und meine Stempel ausgekramt. Die sind so süß. Und ja, und auch mein Washi-Tape und so. Und da wollte ich jetzt dann so ein bisschen meinen Planer auf Vordermann bringen, damit ich den wieder mehr benutze. Und ja, mal schauen, ob ich den dann wieder öfters benutze oder ob ich einfach nicht so ein Planungsfreund bin, ob der mir einfach nur nicht gefällt oder ob ich allgemein zu, weiß nicht, ob ich allgemein nicht so der Kalenderfreund bin, keine Ahnung. Aber ja, das macht mir auf jeden Fall gerade sehr viel Spaß und deswegen mache ich das jetzt noch so ein bisschen und wie ich auch schon gesagt habe, plane ich auch noch so ein paar Videoideen. Wenn ihr Videoideen habt, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren und ich werde auch später mal schauen, weil heute ist Freitag und am Mittwoch ist der Vlog online gegangen, ob ihr das gut findet, wenn ich die auch mal mit dem Handy aufnehme und das dann mit der normalen, also mit der Kamera filme und euch das dann zeige. Da werde ich euch dann auf jeden Fall auf die Auflösung sagen. Und ja, jetzt tue ich auf jeden Fall hier noch so ein bisschen in meinen Kalender schreiben und noch so ein paar Sachen planen und so. Und ja. Aber jetzt mache ich mich erstmal an die Arbeit. Die Auflösung war natürlich, dass euch das so auf die Art egal ist, also dass ihr das möchtet, weil ihr dann auch mehr Szenen von mir sehen seht und auch spontanere Szenen und allgemein auch, wenn ich nicht zu Hause bin. Und das wollte ich euch einfach nur mal ganz kurz sagen, denn das habe ich natürlich nicht nachgeguckt und das habe ich gestern erst nachgeguckt.
Und gestern war Sonntag. Ich spinne. Nein, jetzt habe ich heute erst nachgeguckt. Ich lüge. Ja, auf jeden Fall möchtet ihr, damit ich auch Sinne mit dem Handy aufnehme. Normalerweise nehme ich das immer in echt, also richtig mit Pulver, richtige Zwiebel, aber dafür brauche ich Pulver. Dann habe ich hier einmal Aufschnitt für Jackets Brote morgens. Das war, glaube ich, alles aus dem Rewe, jetzt die Sachen aus dem DM. Dann habe ich hier einmal gemahlene Mandeln. Ich schaue wieder die Vlogs von Hannah Ellen und ja, heute kommt endlich mal eine Box wahrscheinlich rein fürs Auto. Ich bin so happy und ja, es regnet draußen. Kannst du mal ganz kurz sagen? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber auf den Fensterscheiben sieht man den Regen. Ja, und ich schaue jetzt auf jeden Fall noch ein paar Videos. Und dann mal schauen. Ich muss wahrscheinlich auch noch meinen Kalender fertig machen. Und gestern ist mein Video online gegangen. Und zwar zu Verdacht auf Lungenembolie. Das Video verlinke ich auf jeden Fall unten im i. Unten in der Infobox und oben im i. Hier müsste es, glaube ich, sein. Ja. Mal schauen, was heute noch so passieren wird, und ich sage euch später noch, was jetzt mit Max ist, weil ich ja da so ein bisschen, glaube ich, was angeteasert habe. Aber ja, jetzt chill ich erstmal noch so ein bisschen. Chill so mein Sonntag. Oh mein Gott. Ich dürfte nicht krank werden. Und jetzt bin ich fertig. Ich setze mich sehr krank. Jetzt gehe ich in meiner Schwester ins Zimmer rein. Ich dürfte ja nicht krank werden. Und jetzt, wie man vielleicht im Hintergrund hören kann, tue ich mir gerade eine Badewanne reinlassen, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ich hatte noch nie Blasentzündung, glaube ich. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, vor allem gestern, damit ich irgendwie so langsam an die Blasentzündung hingehe. Und deswegen war ich gestern baden, jetzt gehe ich heute nochmal baden. Weil ich auch wieder so extrem friere. Mir ist immer so extrem kalt. Und deswegen gehe ich jetzt auf jeden Fall erstmal baden. Und ich bin gerade die Treppe hochgelaufen. Jetzt bin ich schon wieder fertig. Ja, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Ich friere so extrem krass. Ihr könnt mir mal gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch immer friert. Weil ich bin so eine Person, ich friere ständig und immer. Und mein Baby ist jetzt auch da. Mein Baby ist immer noch krank. Das kann ich euch, glaube ich, mal ganz kurz erzählen. Und zwar ist Maxi sonst immer aufs Bett, aufs Sofa, überall drauf gesprungen. Und seit einer Woche, also ich glaube am Montag während eine Woche, hat er irgendwie so Probleme. Ich weiß nicht, immer wenn der Gizmo mit ihm spielen will und der krallt sich, wenn ich es vielleicht irgendwann mal einfangen kann, dann kann ich es euch mal zeigen. Aber der versucht immer oder hüpft hinten auf seinen Arsch drauf und krallt sich dann nicht richtig rein, sondern springt einfach nur drauf. Und sie spielen da immer auch, und eigentlich hat es Maxi nie irgendwas ausgemacht. Und der hat auch immer mitgemacht und so. Und dann haben sie Fangerless gespielt und so. Und irgendwie hat er an einem Tag, hat er meine Schwester extrem angeknurrt. Und da dachten wir uns schon, hey, was ist mit dem Hund bitte los? Und dann auf einmal, bei jedem Scheiß fängt er das Quietschen an. Der springt nichts mehr aufs Bett, der springt nichts mehr aufs Sofa, gar nichts. Wenn man ihn hochhebt, dann quietscht er auch extrem. Und ja, jetzt mal schauen, wie es dann morgen ist. Und wenn nicht, muss ich dann mit meiner Mom zusammen und ihm mal zum Tierarzt gehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es schon besser wird. Und ja, wir wissen halt auch nicht, von was es richtig kommt. Und ob er vielleicht, als er mit meinem Onkel sein Hund, das ist ein Labrador, dass die vielleicht so ein bisschen krasser zusammengespielt haben und es sich da vertreten hat, oder dass der Blackie dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ja, auf jeden Fall hat er so ein bisschen Schmerzen, und
Ja, mal schauen, wie es dann morgen wird und wie wir uns dann dazu entscheiden. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr das auch schon mal gehabt habt. Mit eurer französischen Bulldogge oder allgemein mit eurem Hund. Ja, jetzt schaue ich mal, wie es mit meinem Wasser aussieht. Weil irgendwie, nee, es dauert noch ein bisschen. Ja, jetzt mache ich auf jeden Fall die Kamera aus und warte, bis mein Wasser fertig ist. Und dann spanne ich auf jeden Fall ein bisschen in der Badewanne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später einfach wieder. Was ich jetzt auf jeden Fall sagen wollte, und zwar wollte ich mich für diesen Vlog hier von euch verabschieden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch der Vlog gefallen hat. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass der nächste Vlog ein bisschen länger und mehr Szenen sind. Irgendwie ist das nur Gelaber von mir. Und ja, ich will auf jeden Fall auch wieder mit meinem Handy Szenen aufnehmen, damit ihr da noch ein paar Szenen habt. Und ja. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal euer Feedback gerne unten in den Kommentaren da lassen und auch mit der Szene vorher mit Maxi, was ihr da machen würdet und ob euer Hund es vielleicht auch schon mal hatte und ihr da Tipps habt, was es vielleicht sein könnte. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen und ja, ich beende jetzt auf jeden Fall diesen Vlog. Hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Wochenvlog wieder einschaltet und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!